Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu Prank Zomboid. Ja, yeah, ich wollte schon sagen, die Sims brechen aus, aber what the fuck, das ist ja was komplett anderes. Egal. Ich habe ein bisschen offscreen was gemacht, wir waren schlafen, das ist 7 Uhr morgens. Ich habe hier noch so eine Kiste gebaut, weil ich gemerkt habe, dass die hier ziemlich voll wird. Ich habe die voll gemacht mit Stuff, aber nur mit Materialien. Hier sind weiterhin unsere Werkzeuge. Und da werden auch Materialien sein und ich würde sagen, wir legen den sexy Hammer hier weg und zücken ein Messer und gehen los und sammeln ein bisschen Stuff. Yay! Sekundär ausrüsten. Okay. Damit die Häuser halt frei sind und wir uns dem Holzfarmen widmen können. Na gut, gehen wir. Oh. Vielleicht sollte ich lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Da müssen wir nicht so viel kämpfen. Fuck, das war's mit unserem Messer. Wir haben noch einen übrig. Ich sollte wirklich aufpassen. Oh oh. Hi! So. Wrecked. Eine Kreditkarte, ein Schulranzen, eine Brieftasche. Alles nur noch nutzlose Gegenstände in dieser Welt. Oh, da ist eine Leiche. Hier ist aber relativ viele, ne? Stimmt, wir. Letztes Mal sind wir durch den Wald gekommen. Okay, versuchen wir das diesmal nochmal. Ich könnte sie auch alle töten, aber wir haben nur noch ein Messer und ich will lieber ein bisschen vorsichtig sein. Ich will nicht unbedingt die Knarre nutzen müssen. Da ist noch ein kaputtes Messer, da waren wir also schon mal. Ja, wir schleichen jetzt einfach hier durch. Fuck this shit. Die Faggots können uns gar nichts. Easy. Da ist nix. Da ist noch ein Zombie. Scheiße, ich glaube, er hat mich gesehen. Ich denke schon. Kacke. Okay, macht nichts, wir ranken den. Bam. Alles gut mit uns? Jo, alles klar. Okay, meine Nase stirbt immer noch, also nicht wundern, wenn ich mich etwas kacke anhöre, also beschissener als sonst. Aber wir kommen schon klar, hoffe ich. Decker, war hier nicht irgendwo noch so ein Park mit ganz vielen Autos? Also mit diesen Wohnwagen-Dingern? Bei Wohnwagen muss ich immer an Ricky Mania denken, Alter. Dieser Fraggle. Ich glaube, in dem Haus waren wir schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ich will mich mal in Sicherheit begeben und mir meine Nase putzen. Ja, die Tür ist offen. Da waren wir auf jeden Fall drin. Ich wünschte, ich hätte ein Mikro, was ich mit einem Knopfdruck muten könnte. Das wäre super. Ich glaube, das ist mein nächstes Ziel. Okay, Moment. Oh ja, viel besser. Okay, wir wissen auf jeden Fall, den Bad Boy hier können wir uns noch abfarmen. Machen wir nächstes Mal. Ich finde das ganz gut eigentlich markiert, wenn wir die Türen offen lassen. Dort rechts daneben ist direkt noch so ein Ding. Ich glaube, das ist aber verbarrikadiert. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich rein wollen. Wir können ja mal kurz reingucken. Ein bisschen reinlunzen. Ich sollte eigentlich nicht rein. Oh. Da reinzukommen wäre schwer. Was geht hier eigentlich ab? Sehr naturbelasteter Weg hier. Und recht wenig Zombies sind denn hier. Wo zum Teufel sind wir denn, Alter? Ich kann mich nicht erinnern, hier jemals gewesen zu sein. Da geht's noch in den Wald rein. Aber das wollen wir nicht tun. Da gehe ich lieber nochmal zurück. Ich habe letzte Zeit so viel Pokémon gespielt, Leute. Oh, der Kack. Also Pokémon Y. Wer denkt, dass es vorbei ist, wenn man der Champ ist? Am Arsch, da fängt das Spiel gerade erst an, ey. Wenn man so ein Mensch ist wie ich. Ich versuche einfach den Pokédex zu füllen, Leute. Das ist so hardcore. Ich sorge gerade dafür, dass ich alle Evolis bekomme. Ich habe schon Psyana, Flamara und den ganzen Shit. Ja, den Chips würde ich nicht mehr trauen, aber wir nehmen die einfach mal mit. Ein bisschen Wein nehmen wir uns auch mit. Ja, den Mob können wir hier lassen. Oh, Zement und Nägel. Fucking Zement haben wir nicht einmal gebraucht, aber naja, was soll's. Oh, Light Blue Bomb. Also, Dingens. Ne, helle Scheiße. Mann, wie heißt das? Boah. Alter, mir fällt es. Ach, Glühbirne. Eine helle Glühbirne. Wie mir das Wort einfach voll entfallen ist, ne? Krass.
Hier ist ein abgefackeltes Haus. Hab ich schnell gemerkt, ich weiß. Gucken wir jetzt hier noch rum. Hier ist noch so ein toter Dude. Hier waren wir ja schon. Was da oben? Da waren wir auch schon scheinbar. Okay. Ba, 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 da, ba, 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 ba. Ja, welche Evolis habe ich? Flamara habe ich. Aquana habe ich. Psyana habe ich. Blitze habe ich noch nicht. Könnte ich mir aber jetzt machen. Wahrscheinlich. Und sonst habe ich nichts. Aber ich habe schon alle Evolis gefangen. Ich muss sie nur noch entwickeln. Also ich glaube, es waren 7 an der Zahl. Lutscher! Geil. Nehmen wir uns mit. Jo, hier ist ein Shop. Krass. Hier waren die Leute wohl alle einkaufen, bevor der Shit abging. Hallo! Au! Alter, die hat mich fast erwischt, die Bitch. Komm her, Boy, komm her. Bam! So easy. Ich habe mich fast eingeschissen. Okay, die Theken können wir nicht untersuchen. Hier ist ein Buttermesser, eine CD. Pilzsuppe nehmen wir mit. Holzkohle nehmen wir mit. Zigaretten nehmen wir auch mal mit. Nur für den Fall, dass wir sehr viel Stress haben werden. Noch mehr Holzkohle, die wir uns gönnen können. Oh, das ist schon voll? Nee. Hä, wieso kann ich das nicht? Oh, das pa Alter, die Holzkohle ist ja super schwer, ey. Scheiß Holzkohle. Okay, tue ich dich halt. Ach, fuck. Nein, ich möchte nur die Holzkohle. Hier rein, okay. Das war ein Scheiß. Gut. Ja, so viel Zigaretten brauchen wir nicht. Nehme ich jetzt nicht mit. Das können wir noch gebrauchen. Erdnussbutter habe ich hier auch noch irgendwo rumliegen zu Hause. Backform brauchen wir nicht. Reinigungsmittel nehme ich mal mit. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Hundefutter brauche ich nicht. Pilzsuppe nehme ich mit. Den Shit auch. Alter, so viel Holzkohle. Ich nehme nicht alles mit. Kaffee nehme ich mit. Für den Fall. Fertiggericht. Erdnussbutter. So verfickt viel Holzkohle. Ja, okay. Reinigungsmittel brauchen wir jetzt nicht mehr. Yo, chill. Chill. Fuck. Unsere Waffe geht fast kaputt. Wir müssen vorsichtig sein. Machen wir das erstmal zu, damit wir nicht von hinten überrascht werden. Wir nehmen uns zur Not noch dieses Buttermesser mit. Okay. Wie die mich nicht gemerkt hat, die Ekliger, ne? Wie kann man das so kacke sein? Wir können langsam richtig gut schleichen. Golfschläger, ein Hammer. Brauche ich dich eigentlich? Her damit. Also Golfschläger nicht unbedingt, aber den Hammer halt. Weil unsere Hämmer gehen ja auch kaputt mit der Zeit. Der geht's raus, okay. Aber hier rechts war ja noch etwas. Hier, dieser Shit. Fahnen und sowas, okay. Hier ist noch Wasser drin. Sehr gut. Oh, wir haben ein bisschen Hunger. Können wir direkt was gönnen? Ja, Schokolade geht immer lecker. So, easy. Hier ist ein Gummiband. Ja, komm. Ist hier irgendwas drin? Nein, in den Schränken ist nichts. Ach, hier sind wir. Okay. Hier ist noch eine Toilette, aber hier ist auch nichts. Aber richtig cool, dieser Ort irgendwie. Unsere Taschen sind relativ voll. Wir sollten vielleicht wieder zurückgehen. Okay, gehen wir. Ach, Mann. War da noch irgendwas? Nee, nur eine große Fläche. Wir sind voll auf so einem Dorf voller Wohnwegen. Ein Shop und ganz viele kleine Häuser. Das ist irgendwie cool. Naja, wenn hier noch jemand am Leben wäre, wäre das vielleicht noch etwas besser. Aber hey, Details, Details. Zur Not haben wir noch den Golfschläger, womit wir uns wehren können. Das Messer geht ja langsam kaputt. Oh, fuck! Yo, chill! Alter, die Snitch hat sich einfach versteckt. Im scheiß Wald. Wurden wir erwischt? Nee. Boah! Alter! Diese Ekelhaften. Wow, chill. Hier, bam. Wurden wir erwischt? Leichte Wehwehchen. Okay, das ist nix. Alles cool. Wow. Die hat uns wahrscheinlich einfach nur ein bisschen am Arm gezogen, die Eklige. Okay, ich sollte vorsichtiger sein. Dieser Weg hier ist wirklich steinig und schwer. ich meine, gefährlich. Okay, hier sind diese Playboys, aber die werden mich nicht merken, wenn ich mich hier durch die Wälder schleiche. Glaube ich. Fuck.
Ihr ekelhaften Drecksviecher. Da fällt mir ein, was ich noch machen wollte. Egal, mache ich dann, wenn wir zu Hause sind. Okay, alles cool. Alter, was macht der Junge eigentlich vor meiner Hut? Ich lock ihn mal hier hin und track ihn. Ich glaube, wir haben noch ein paar Messer zu Hause rumliegen. Yo, Scump! Was geht ab? Bist du bereit, fürs Maul zu bekommen? Oh fuck, hat eine Freundin. Oh fuck, hat noch jemand mitgenommen. Oh shit, okay. Ich hoffe, das Messer reicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird nicht reichen. Okay, kommt ruhig zu mir. Meine Schnur zitzt. Zur Not haben wir noch das Buttermesser, aber dann muss ich wegrennen können. Ich glaube, hier stehe ich ganz gut. Also, du stirbst. Du stirbst. Haben wir irgendwas Cooles? Na. Und, Überraschung, mein Schatz. Du stirbst. Zack. Hey, eine Zeitung. Cool. Zack. Okay. Gehen wir rein. Wurde ich erwischt? Nee, bin wieder okay. Puh. Also manchmal glaube ich, die wollen mir wehtun. Das kommt hier rein. Das auch. Fucking Gummiband. Holzkohle tue ich mal. Ich weiß es nicht. Tue ich auch mal hier rein. Einfach weil es so schwer und kacke ist. Pack ich es in eine Kiste. Den Kram tun wir hier rein. Zack. Und die Kiste ist auch schon fast voll. Habe ich aber noch etwas, was Material ist. Dann können wir gleich losgehen und uns das Holz dort holen. Naja, sonst kommt hier nichts rein. Hier tun wir aber mal die Hämmer rein. Zack. Zack. Kein Golfschläger kommt aber hier rein. Zack. Amazing. Habe ich den reingetan? Ja. Kommt hier noch irgendwas rein? Hier habe ich ja noch mehr Holzkohle, verdammt. Okay, packen wir gleich dort rein. Rotwein, Zigaretten. Naja, das kommt alles da nicht rein. Gut, gut. Dann. Ja, die scheiß Holzkohle tue ich mal in diese Kiste hier rein. Zack. Hier tue ich das Reinigungsmittel rein. Warum auch nicht? Und sonst haben wir nur Esen. Nur Esen und Zigaretten, die packe ich auch zu Esen. Verbrauchsgüter halt. Verbrauchsgüter. So, zack. Da sehe ich noch ein Messer, wo unser Name draufsteht. Können wir uns mitnehmen. Aber ich denke, zwei Messer und eine Axt wird schon passen. Okay. Erstmal wieder etwas bequemer hinsetzen. Das geile Messer nehmen wir uns mit. Hier haben wir noch eine Zeitung irgendwo, ne? Und das Buttermesser. Ja, das Buttermesser. Das lasse ich erstmal hier. Aber die Zeitung tun wir da rein. Stoffwetzenknarre haben wir alles. Gut, gut, gut. Nehmen wir uns noch die Axt mit. Wo waren die? Axt, Axt, Axt. Habe ich die Axt da reingetan? Jo, habe ich. Okay. Primär ausrüsten. So. Ja, erstmal nicht. Erstmal nicht. Erstmal soll ich das Messer ausrüsten eigentlich. Zack. Wie lange nehmen wir schon auf? Oh, fuck. Das war das falsche Ding. Egal. 13 Minuten erst. Okay, dann können wir das noch in dem Part schaffen. Los geht's. Holen wir uns ein paar Holzbretter, Guys. Eine Säge wäre halt ultimativ, aber so viel Glück hatten wir leider nicht. Okay, hier werde ich schleichen müssen. Die kommen immer näher an den Wald hier. Das ist etwas ärgerlich. Aber hier ist ja noch ein schöner Pfad, kleiner. Wie mir scheint. Wie mir scheint. Oh, da ist noch einer. Fuck, hab ich's gemerkt. Ich habe gehofft, wir könnten ihn vielleicht austricksen. Hier ist noch eine Oma. Hier ist noch wer? Scheiße. Hier ist ja noch jemand. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Okay, wieder schleichen. Hinter die Bäume gehen, damit die uns nicht sehen. Alles klar. Uns ist zwar etwas warm, aber darauf kann ich gerade echt keine Rücksicht nehmen. Gehen wir lieber hier durch. Okay, cool. Alles gut. Ich würde gerne dort rechts den Weg abklappern. Aber das machen wir, nachdem wir das Holz oben geholt haben. Mit dem Holz könnten wir dann, wie gesagt, die Türen und sowas machen. Obwohl ich nicht weiß, ob das reicht. Wir werden sehen. Ach ja.
Ich meine, hier sind ja ein paar Türen drin, ne? So ist nicht. Können wir alles schön auseinandernehmen. Auch wenn wir die Axt bald reparieren müssen, aber wir können uns eigentlich auch eine neue Axt bauen, die halt aber nicht so effizient ist, aber egal. Ach, was ich doch sehen wollte. Ich wollte gucken, ob ich irgendwie Fallen machen kann. Ging das nicht irgendwie? Fallen, um Tiere zu jagen, meine ich jetzt. Nee, nur Lagerfeuer und so ein Shit. Okay. Was haben wir noch so hier? Vielleicht kann ich ja mit einem Speer auch auf Jagd gehen. Könnte ja sein. Aber General gab es keine Fallen? Na. Nee, leider nicht. Krass. Cookie wird es, glaube ich, nicht sein. Ach ja, und wie war euer Tag so, Leute? Meiner war bis jetzt ganz gut. Ich bin gerade so aufgestanden eigentlich. Hab doch nicht viel gemacht. Nur ein bisschen aufgenommen, Stücksarbeit. Und ja, mach jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Chill erstmal ein bisschen. Gönn mir die geilen Bretter, wisst ihr, wie ich meine? Die Tür klinken. Die Taschentücher. All den Swag. Nehmen wir das auch mit. Ja, aber ein bisschen mager die Tür, ne? Hatte ja nur ein Dingens. Ein Shit. Füllen wir mal unsere Trinkflasche hier und trinken mal was. Dann machen wir noch eine Pause. Ist, glaube ich, ganz gut. So. Ja, nicht schlafen. Ja, okay, chillen wir halt einfach so ein bisschen. Ist hier irgendwer? Naja, kann ich mal ein bisschen rumschlagen. Zack. 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 Bam. Easy. Ja, das hatte wenigstens zwei Bretter, ist doch schon ganz gut. Zack, zack. So, ein bisschen überlastet, aber das macht nichts. Wir können eigentlich ein bisschen nackt rumlaufen, hier ist ja eh nichts los. Sage ich und sehe dann direkt einen Zombie dort. Geil. Aus dem Shop können wir uns natürlich auch ein bisschen Wood nehmen, aber ich nehme erstmal die Häuser, die hier rumstehen. Ich glaube, da hinten ist keins mehr, ne? Ja, da ist noch eine Straße, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist so eine Highway-Straße. Highway to Hell, wisst ihr. Stirb, Tür, stirb! Ach so, das sind wir! Leck mich am Arsch! Ich dachte, wer sägt denn da irgendwas? Aber das ist einfach unser Charakter, der am Rumhecheln ist, weil er am Sterben ist. Ach so, okay. Junge, chill mal. Boah, hab ich mich erschreckt. Was für ein Wichser. Ich weiß, ich bin nett. Ja, okay, Junge, geh, setz dich mal hin, chill mal ein bisschen. Ach ja, eine Leiche. Sie hat Bleach getrunken. Okay. Ruhen wir uns ein bisschen aus, damit er mal ein bisschen sein Ass chillt. Der Junge. Alter. Okay, ausgeruht genug. Wir haben kein Essen mitgenommen. Scheiße, das war ein bisschen dumm. Gibt es ja noch irgendwas zu essen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles mitgesnackt. Vielleicht irgendwas? Dosen und Hundefutter, aber die essen wir bestimmt nicht. So scheiße sind wir noch nicht drauf. Ne, sonst ist hier nichts zu essen. Ja, okay, dann mache ich schnell fertig und dann gehen wir zurück. Wir sind ja nur ein wenig hungrig. Ist ja noch nicht so schlimm. Zack. Aufgedödelt. Den Shit. Bam. Okay. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, Bleiche und so ein Scheiß, aber das brauchen wir ja nicht. Ist auch nichts. Hängt draußen der rum? Nein, natürlich nicht. Oh fuck, ich hab wieder das Fenster erwischt. Macht nix. Zack. Gönnen wir uns den Shit noch und dann sind wir erstmal weg. Ja, ein paar Bretter haben wir sehr stark reduziert. Wir müssen es jetzt auf jeden Fall anziehen.
Für den ekligen Fall halt, dass wir angegriffen werden, dann schützt uns die Kleidung etwas. Sage ich immer wieder. Also glaube ich, ich bin mir da nicht so sicher, aber es würde Sinn machen, oder? Ein bisschen jedenfalls, Rüstung und so. Ich meine, sonst könnte ich ja die ganze Zeit nur nackt rumlaufen, das wäre egal. Naja, gehen wir mal Richtung nach Hause. Haben ja einiges an Holz noch mitgenommen. Aber ich glaube, ich baue noch nicht. Ich farm die Scheiße erstmal zusammen. Dann sehen wir weiter. Ich weiß nicht wieso, aber jetzt muss ich an Route 1 denken von Pokémon Y, also X und Y. Dieser kleine Scheißweg, wo keine Pokémon kommen und wo es einfach nur so eine normale Straße ist und die ist super langweilig. Ach ja, good times. So, hier hängt der Schnurzel rum. Die sind alle im Wald jetzt, ne? Scheiße, nicht alle. Die sind voll eklig verteilt, Mann. Ich glaube, wir werden kämpfen müssen. Aber vielleicht gehe ich einfach mal durch den Wald. Vor allem schleichen wir mit so voll beladenen Taschen mit Holz und Scheiße. Das muss richtig ekelhaft sein. Ich frage mich, ob das irgendwie, wie heißt das, sich auf das Schleichen auslegt. Ob wir jetzt voll beladen sind oder nicht. Oh fuck. Wir haben Geräusche gemacht und die Bitch ist gekommen. Nein, geh weg! Okay, sie ist umgefallen, gut. Da ist noch der Swagger. Ja, okay, die mussten wir töten. Zack. Hat die was? Nee. Die hat gar nichts. Die Bitch. Okay, ich glaube, der ist ein bisschen Brain AFK. Ich glaube, an dem können wir vorbei. Fuck, doch nicht. Okay, ich hab dich nicht beleidigen wollen. Okay, doch, wollte ich. Tschüss. Naja, unser Messer ist ja noch in relativ gutem Zustand. Hatte vor kurzem geriefen, deshalb geht es den Pflanzen auch gut, nehme ich an. So, jetzt packen wir den ganzen Shit mal hier rein. Zack. Fuck, hier ist ja kein Platz mehr. Dann halt hier rein. Zack. So. Ich habe das Gefühl, ich will die Holzkohle haben. Vielleicht nehmen wir die ja mit, wenn wir schon sowieso dort sind. Muss ich mal gleich gucken, ob sich das überhaupt lohnt. So. Was haben wir hier drin? Auch nur Scheiße. Zack. Rein damit. Vielleicht sollte ich ja noch eine Kiste bauen. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich baue jetzt noch eine Kiste. Dann gibt mir davon das Brett hier rein. Nehmen wir den Shit, packen wir da rein. Zack, 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 zack. Nehmen wir uns noch so ein Brett. Simply amazing. Die Axt können wir ja wegtun. Hier mit dem Shit. Nehmen wir uns einen geilen Hammer. Ist eigentlich scheißegal, welchen ist. Nicht so wichtig. Hier sind die Nägel drin. Oh, genau, 200 Nägel. Zeit, diese wunderschöne Zahl zu ruinieren. Okay. Holzkiste. Hier rein, bitte. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Yeah! Achso, es hat uns einfach so einen Erfahrungspunkt gegeben. Okay. Ja, das Messer liegt hier einfach so ein bisschen scheiße. Nehme ich mal lieber mit. Tue ich mal lieber hier rein. Obwohl, nehmen wir das mit. Dann haben wir zwei Messer, das ist okay. Uns ist wieder warm. Können wir uns wieder ausziehen. Wir sind ja zu Hause. Hier ist sicher. Naja, so sicher es halt geht, ne? Was machen wir jetzt noch? Was wollte ich denn tun? Ach ja, den Hammer wegtun erstmal. Das ist der krasse Masterplan. Und dann gönnen wir uns was zu essen. Wir haben ja noch etwas gemacht. Können wir noch den Rest essen? Haben wir ja mal vor kurzem gekocht. Wir können den Shit auch einfach so essen, aber ich glaube, kochen ist etwas effizienter. So, tun wir das mal da rein. Zack. Oh, ups. Okay. Ja, so spät ist noch nicht. Dann können wir eigentlich noch mal losgehen und uns den Shit von dem Laden holen. Das Holz und so.
Da ist die Weste anziehen. Zack. Dass wir uns auch nie waschen, ne? Aber kann man halt auch lassen. Ah ja, dann bräuchte ich aber die Axt. So, nehmen wir uns das Buttermesser erstmal in die Hand. Und legen los. Wieder an diesem Kackweg vorbei. Vielleicht sollten wir ihn irgendwann mal freiräumen, aber ich glaube nicht, dass wir jemals wieder dorthin wollen, wenn wir alles ausgekundschaft haben, was es dort gibt. Wir könnten eigentlich auch alle töten, aber ich weiß nicht. Ich versuche mich mal hier so vorbeizuschleichen. Fuck, der Playboy hat mich gesehen. Nein, greif doch an! Goddammit, wurde ich erwischt? Ich wurde erwischt! Oh mein Gott, ich wurde gebissen! Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, wir wollen erstmal direkt zurück. Direkt zurück. Ich könnte mich jetzt verbinden, allerdings möchte ich mich lieber erstmal desinfizieren und dann verbinden. Fuck. Und da hat mich der Playboy erwischt, weil ich nicht schnell genug angegriffen habe, ich Trottel. Okay, schnell, 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 schnell. Fucking, fucking shit. Okay, ich habe eine Bandage, eine richtige Bandage. Hier haben wir noch Schmerzpillen, die werden wir brauchen. Dann Desinfektionsmittel. Fuck, ich hatte doch Desinfektionsmittel irgendwo. Desinfektionsmittel da. Da. Okay. Okay. Alter, auch noch im Schritt. Geil, ey. Infiziert! Leck mich. Okay, machen wir erstmal das Alkoholpulver drauf. Okay, Leute, wir sind infiziert. Das ist eigentlich schon GG. Flasche Desinfektionsmittel. Zack. Dann die Bandage anlegen. Wir sind jetzt desinfiziert. Zack. Okay, und jetzt müssen wir uns ausruhen. Okay, Leute, wir werden nicht mehr losgehen. Am Arsch, wenn wir losgehen. Was macht das überhaupt? Wieso? Okay, keine Ahnung. Cool. Nehmen wir das erstmal weg. Gönnen wir uns die Schmerzpillen. Eine Packung behalte ich mir hiermit. Wir müssen uns jetzt erstmal ausruhen. Das wird richtig ekelhaft. Wir sind infiziert. Wenn wir infiziert sind, ist eigentlich schon GG. Wir haben eigentlich schon verloren. Aber möglicherweise sind wir noch nicht so stark infiziert, dass wir uns direkt verwandeln, weil wir schnell gehandelt haben. Das kann sein. Auf jeden Fall müssen wir uns ausruhen. Furchtbare Schmerzen. Gönn dir halt noch eine Tablette, mein Boy. Da fällt mir ein, ich muss mir auch noch eine Tablette gönnen in Real Life. Eine Eisentablette, weil ich habe ein bisschen Eisenmangel. Komm, Alter, gönn dir all die Tabletten, Junge. Zieh dich aus, chill dann erst. Bist hier zu Hause, kannst jetzt erstmal ausruhen. Boah, wie der Playboy mich einfach in meinen Schritt gebissen hat und mich gekillt hat damit. Unglaublich. Naja, fast jedenfalls. Oh Mann. Jetzt haben wir nur noch normale Schmerzen. Ja, ist toll. Gib mir noch mehr Tabletten. Ist geringfügig verletzt. Scheiße, ey. Wir bräuchten einen Heilungsbonus. Das heißt, wir kochen uns jetzt was. Was richtig Fettes. Brokkoli hacken wir uns da rein. Geil, Kotelett. Tofu. Einfach all den Shit hier rein. Schweinekotelett, Alter. Ei. Okay. Ich glaube, das ist good enough. Nehmen wir das mal weg. Zack. Gehen zum Herd, machen den an. Hauen den Shit drauf. Und hoffen, dass uns das irgendwas bringt. Dann machen wir doch noch den Level Up in Kochen. Alter, jetzt habe ich echt keine Zeit für diese. Kein Bock auf diese Faggots da drüben. Gönn uns noch eine Tablette. Wie wir einfach die ganze Scheißpackung schon fast gefressen haben, ey. Krass. Alter.
Das ist so mies. Es ist einfach so mies. Ein Biss im Schritt, Leute. Ein Biss im Schritt und man ist schon direkt GG. Okay, ich habe ein bisschen vorgespult. Ja, aber auch wirklich nur ein bisschen. Wir brauchen mehr Schmerztabletten. Das ist gerade wichtig. Viel Schlaf brauchen wir auch, also brauchen wir auch Schlaftabletten gleich. Die geilen Stofffetzen brauche ich jetzt nicht. Vitamine brauche ich jetzt auch nicht. Ja, komm, wir können die Bleiche trinken, dann ist es direkt vorbei. Antidepressiva könnte sein, dass ich das später brauche. Gott sei Dank haben wir halt relativ viel Scheiße, mit dem wir uns am Leben halten können. Erstmal. Geben wir jetzt noch eine geile Pille. Zack. Trinken erstmal ein bisschen was mit. So. Okay, wir sind etwas angespannt. Wir sind etwas nervös. Das ist okay. Wir gönnen uns erstmal all diese Scheiße hier. Dann können das auch noch ausmachen. Wir essen jetzt die ganze Pfanne auf. Hier sind wir ultra heftig gesetzt, haben einen Heilungs- und Stärkebonus. Der Heilungsbonus brauche ich. Schmerzpillen gönnen wir uns. Ah, fuck, ich habe die falschen genommen. Egal, nehmen wir die jetzt. Wir sind etwas gelangweilt. Ja, der ist jetzt gelangweilt, weißt du? Sind müde jetzt durch die Scheiße. Ja, okay, gegen die Lange. Kümmern wir uns erstmal um die Langeweile, weil. Ich will nicht, dass wir depressiv werden so schnell. Wir lesen erstmal kurz das Magazin hier. Da ist die Langeweile erstmal weg. Gut. Okay, wir sind nicht mehr angespannt, das ist gut. Wir sind aber müde. Ja, okay, dann legen wir uns jetzt pennen. Direkt. Zack. Oh, Leute. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Wir fühlen uns schlecht. Wir sind super angespannt. Wir sind ein nervliches Wrack. Und sind krank. Es ist so GG. Wir sind einfach infiziert. Das ist so vorbei, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen noch ein bisschen zu leben im nächsten Part. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.